Sie hören Nationalpark Radio. Ja, schöner, wie heißt es, kein schöner Land in dieser Zeit. Ja, aber wie, schön. Wohl wahr. Ne? Oh, ja, also jeden Moment toll. Ja. Wir sitzen draußen im Freien. Genau, wir sitzen der Temperatur und dem Wetter angemessen. Heute mal haben wir unser Studio nach draußen verlegt. Super. Ja, im Freien, sitzen auf der Terrasse, ja, im Garten. Im Schatten. Im Schatten, das ist ganz wichtig, ja, bei den Temperaturen, die wir so in der letzten Zeit haben. Ja, also da kommt man ganz schön ins Schwitzen, auch ohne was zu tun. Ne? Ja, genau. Und und wir begrüßen alle unsere Hörer, die uns heute zuhören, zur Nationalpark-Radiosendung Magazin und mit von der Partie. Ja, die Angela. Ja, heute war ein bisschen früher wie sonst. Ja, und Stefan Pink, ne? Ja, und die Maria hat sich auch noch dazu gesellt. Ja. Und wenn irgendwo die Gelegenheit ist, dann hören wir sie auch noch. Okay, dann sage ich auch Hallo. Okay, gut. Ja, wir haben heute ein Programm. Normalerweise haben wir ja unsere Magazinsendung, da sind ja viele vorproduzierte Sachen dabei. Und heute haben wir unsere Live-Sendung hier ab 18 Uhr in die Magazinsendung vorverlegt. Sozusagen. Ja, so ein bisschen vorverlegt und macht auch richtig Spaß. Ja. Wenn es ein bisschen Wind zu hören ist, dann ist es, manchmal kommt so eine kleine Brise auf, ja, weil wir halt hier live im Garten sitzen, genau. Ja. Ja. Mit Blick auf den Nationalpark. Mit Blick auf den Nationalpark. Ich gucke direkt drauf, ja. Genau. Wer hat schon diese Gelegenheit? Ja. Man muss Nationalparkradio hören und dann hat man ein bisschen vom Nationalpark mit im Wohnzimmer oder auch auf der Terrasse, egal wo. Ne? Genau. Ja, dann wollen wir mal mit unserem Programm beginnen. Und das nächste Lied heißt jetzt, es löscht das Meer die Sonne aus. Ja, es ist ja Abend. Ja. Leider haben wir jetzt kein Meer, aber die Sonne braucht noch ein bisschen, bis sie untergeht. Ja. Und danach kommt noch der Monter, Freut euch des Lebens. Oh, genau. Hört sich auch gut an. Ja, und dann werden wir weitersehen, was wir sonst im Programm haben. Ne? Mhm. So, lassen wir mal laufen. Freut euch des Lebens. Thank you.
Tja, das war Freut euch des Lebens. Ne? Ja, tun wir. Das tun wir, ja, genau. Und jetzt gehen wir ein bisschen in den Wald und freuen uns dort unseres Lebens. Ja. Es ist schon eine Weile her, als wir das aufgenommen haben, beziehungsweise die Maria hat es aufgenommen. Ja. Und zwar ein Vogelstimmenkonzert mit dem ehemaligen Förster hier aus der Region, Willi Zimmermann. Tja, Maria, vielleicht kannst du es vielleicht selbst ansagen. Ja, dann sage ich das ganz gerne an. Das war also eine sehr interessante Sache. Samstags morgens in aller Herrgottsfrühe haben wir uns in Muhl getroffen, an der Nationalparkkirche. Und dann sind wir 2 Stunden lang durch den Wald gelaufen, haben uns die Vögel angehört. Und der Herr Zimmermann hat uns ein bisschen was dazu erklärt. Und diese Veranstaltung fand also im Rahmen der Kirche im Nationalpark statt. Vielleicht kann man nachher noch eine Veranstaltung sagen. Da hören wir mal rein. Okay. Es ist Samstag, der 27. April. Ich mache mich auf zum Vogelstimmenkonzert. Der Morgennebel hängt noch in den Bäumen des Nationalparks. Etwas frisch ist es und vor allem für mein Verständnis noch ziemlich früh. 5:45 Uhr morgens, als ich am Treffpunkt in Muhl an der Nationalparkkirche eintreffe. Willi Zimmermann, ehemaliger Förster aus der Region, ist schon vor Ort und auch die meisten der interessierten Konzertmitwanderer sind schon da. Bevor es losgeht, erklärt uns Willi Zimmermann, welche Vögel denn jetzt schon zu so früher Stunde mit ihrem Konzert begonnen haben. Die ist mehr in der Planaren- oder in der Kolinenzone, also unten in den Bach- und Flusstälern. Aber die Rotschwänze, sowohl Hausrotschwanz als auch der Gartenrotschwanz, die sind schon sehr früh unterwegs. So 1,5 bis 2 Stunden schon vor Sonnenaufgang. Rauchschwalbe auch. Und so nach und nach kommen dann die anderen. Also die Sperlinge kommen normalerweise so 1/2 Stunde vor Sonnenaufgang, machen die Palaver. Und dann geht es halt mit den anderen Vögeln so weiter. Ja, also alle Waldvögelarten, von Bufing bis zur Singdrossel, die werden wir auch sicher gleich noch zu hören kriegen. Ja, also ich habe mir so vorgestellt, wir zwei haben schon eine Vorexkursion gemacht am Donnerstag. Wir wollen also etwa 2 Stunden unterwegs sein und dann schießen dann ihr Bürgerhaus, dann haben wir treffen so eine Tasse Kaffee. Wir laufen also hier Kolkrabe, wie wir gerade hören. Größter Rabenvogel. Ja, wir laufen etwa 2 Stunden so Richtung Königsbach. Da gucken wir, wie lange wir brauchen, dann machen wir einen kleinen Kreis wieder zurück. Wir bleiben so alle 100-150 Meter. Ja, also die Sperlinge sind schon ganz schön am Schilfen. Mhm. Ja. Gut, laufen wir los. Ein Kauz, aber. Und dann ging es los, über die Wiesen Richtung Waldrand. Du bist kein Vogel. Das sind Drosseln, ne? Mhm. Und Vögel singen nicht, weil sie uns Spaß machen wollen, sondern sie markieren ihr Revier oder locken ihre Partner an, also das Männchen, das Weibchen im Fall. Meistens eben nutzen sie erhöhte Singmaten, also einzelstehende Bäume, Spitzen wie die Singdrossel, die da oben. Wie es weit zu hören ist, ne? Und sie damit das Revier abgrenzen. Deswegen singen die Vögel auch fast ausschließlich nur während der Brutzeit. Ne? Also wenn das die Brutzeit rum ist, so ab Juni, Juli, dann fällt diese territoriale Revierabgrenzung weg. Ja? Dann singen sie auch nur noch ab und zu mal morgens mal so ein paar Strophen. Ansonsten ist dann Ruhe angesagt. Ne? Und dann haben wir versucht, einen Waldkauz anzulocken. Gerade während der Brutzeit oder während der Balz vor der Brutzeit kann man die Vögel bestimmte Arten mit dem Gesang anlocken. Ja. Und das ist dann immer wieder der. Ah, stell sich mal zurück. Ja. Ja. Aber leider bekamen wir nur die Antwort von Toni, dem Jagdhund von Herrn Zimmermann.
Wir wandern circa 200 Meter weiter und bleiben mitten im Wald stehen. Und dann hören wir den Dompfaff singen. Der dichte immergrüne Nadelbaum bietet auch im Frühjahr, wenn das Laub noch nicht raus ist, und manche Vogelarten brüten ja auch schon vor Laubausbruch, bietet Sichtschutz gegen Feinde und gegen Witterung. Ja. Der Dompfaff zum Beispiel brütet fast ausschließlich auch in Fichtendeckungen oder Fichtenschonungen. Mhm. Und hier der Buchfink heißt Fringilla zöleps, ja, mit lateinischem Namen. Zöleps kommt von Zölibatär lebend. Ne? Zöleps, und zwar so, weil das Weibchen des Buchfinks ist ein Teilzieher. Die zieht Weibchen ziehen also gegen Winter, also im Spätherbst, ziehen die so in die Wärmeanlagen, damit das Männchen hier bleibt. Allerdings auch durch den Klimawandel wohl bedingt, sieht man jetzt auch im Winter Buchfinkweibchen. Ja. Ringeltaube, ja, lässt sich auch gut locken. Da fahren Rotkehlchen. Buchfink, ja, der ist relativ dominant. Mhm. Also. Buchfinkbauen sind kunstvolle Nester, also sie kleiden das Nest aus mit Flechten oder verkleiden, tarnen das Nest mit Flechten. Man sieht es manchmal, wenn durch einen Sturm ein Nest runterfällt im Boden, dann findet man das, sonst sieht man das gar nicht, weil da hier in solchen Fichtenbrüte, der oben oberen Kronenbereich, ja, so, baut das Nest dann so in den Seitenzweig rein, dass man es gar nicht sieht. Wir erfahren aber nicht nur etwas über den Gesang des Dompfaffs, sondern auch über seine Lebensweise. An der nächsten Station hören wir die Mönchsgrasmücke. Heißt doch Mönch oder Schwarzblättchen, weil sie so eine schwarze Kopfplatte hat. Also das Männchen hat eine schwarze Kopfplatte, das Weibchen so eine braune Kopfplatte. Die sind etwa seit knapp 3 Wochen da, so ein Zugvogel. Was ist das hier für eine? Die Mönchsgrasmücke. Das ist die häufigste Grasmückenart. Es gibt noch die Gartengrasmücke, Klappergrasmücke, Dornengrasmücke, das sind die häufigsten Grasmückenarten. Aber die Mönchsgrasmücke ist hier bei uns die häufigste Art. Und mit Chip Chip, Chip Chip, Chip Chip begrüßt uns der Zilpzalp. Was ist der Chip 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 Chip? Mhm. Das hört man gut. Chip 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 lässt sich gut behalten. So wie der ruft, so heißt er auch. Ja? Zilpzalp, Zilpzalp. Gibt es noch den Fietis. Das ist eine Geschwisterart. Die sehen sich unheimlich ähnlich. Kommen auch beide normal auch im gleichen Lebensraum vor. Ich habe ihn jetzt noch nicht gehört. Zilpzalp kommt da 14 Tage früher als der Fietis. Und ganz zum Schluss der melancholische Gesang des Rotkehlchens. Ja.
Das Rothähnchen. Rothähnchen. Ja. Häufig der Waldvogel fängt doch schon früh an und singt bis in die Nacht rein. Also wenn man hoch sitzt, hat man ein bisschen lange sitzt, das Einzige, was man dann noch hört, ist Rotkehlchen, das immer wieder mal singt. Ne? Nach circa 2 Stunden erreichen wir wieder das Bürgerhaus in Muhl und setzen uns noch zusammen zum gemeinsamen Frühstück. Wir bedanken uns recht herzlich bei Willi Zimmermann für diese interessante Führung. Wir haben ein Stück Schöpfung erlebt. Genau, das war's. Ein Stück Schöpfung. Und jetzt wissen wir, wie ein Zilpzalp im Wald sich anhört und das Rotkehlchen und auch die vielen anderen Vögel, die es dort noch gibt. Aber wenn man so ein bisschen heute zuhört, so ab und zu, ja, können wir... Also wir können es hören. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bis ans Mikro rankommt. Ich denke schon. Wenn man die Ohren spitzt. Ja. Aber da müssen wir leise sein. Ist vielleicht auch mal nicht schlecht, oder? Genau. Okay. Ja, das war jetzt eine Veranstaltung auch im Zusammenhang mit der Kirche im Nationalpark. Ja. Die war jetzt ja schon Ende April, aber es gibt auch Aktuelles, was derzeit in der Kirche im Nationalpark an Veranstaltungen ansteht. Und die Maria hat da ein paar Veranstaltungstipps für uns. Ja, also die nächste Veranstaltung, die ist schon morgen und zwar heißt die den Baum im Wald halten, Yoga im Nationalpark. Das ist also morgen früh, Samstag, 6.7., 10 Uhr. Treffpunkt ist Bürgerhaus Neuhüttenmuhl und geleitet wird das von der Annette Müller-Bungert, die ist also Diplompsychologin und Yogatrainerin. Das ist eine Veranstaltung, wo man also in den Wald geht und dort verschiedene Übungen macht. Und ich kann vielleicht gerade kurz vorlesen. Yoga führt zu mehr Kraft, Ausdauer und Flexibilität, bringt Körper, Gedanken und Gefühle in Einklang und kann dabei helfen, neue Perspektiven zu entwickeln und alte Verhaltensmuster zu überwinden. Die Anmeldung, ich weiß jetzt nicht, ob man morgen noch kommen kann, aber vielleicht einfach mal hingehen, wenn es einem interessiert, wäre halt bei der Frau Müller-Bungert gewesen. Es ist noch gesagt, also bequeme Kleidung und Sportschuhe soll man mitbringen und es ist also für normale Belastbarkeit, also es ist jetzt nicht besonders anstrengend. Muss man auch eine Yogamatte mitbringen? Oder nee, da steht ja jetzt nichts dabei. Nee, so viel ich weiß, ist das jetzt also ein Spaziergang im Wald und dann ein paar Körperübungen. Also nicht im Liegen, dann schon eher so wie der Baum, der wird ja im Stehen gemacht. So. Ja, genau, ja. Mhm. Ja. Und wenn es sagt, den Baum im Wald halten, vielleicht ist es dann, dass man sich an einen Baum lehnt. Richtung, also so stelle ich mir das jetzt vor. Da müsste man sie mal fragen. Man muss sich überraschen lassen. Was ja, genau, man müsste sich überraschen lassen. Dann gibt es noch eine Vorschau für den August, den 3. August. Und zwar wird die Sabine Hornung wird also nochmal ein Konzert geben mit dem Titel Mystische Hafenklänge. Das ist samstags, 3.8., wie gesagt, 18.30 Uhr. Der Veranstaltungsort steht allerdings noch nicht fest, nicht in weil der Kirche. An der Nationalparkkirche wohl noch etwas umgebaut wird oder renoviert wird. Aber ich denke, das wird auch dann nachher noch in der Presse veröffentlicht, wenn wir es für die nächste Sendung wissen. Man kann sich ja aber schon mal im Hinterkopf behalten. Genau, da kann man sich schon also mal im Termin Hinterkopf steht, behalten. Das schon Termin steht, genau. Und da wird man, da muss man in der Presse einfach noch ein bisschen das aufpassen. Das ist unsere Sabine Hornung, ne? Die Frau Professor Sabine Hornung. Ganz genau, ja. Genau. Hauptberuflich Archäologin ja. Und Professorin an der Universität des Saarlandes. Ja. Genau, sie sind die hat also ja unsere Römer ausgegraben, dein Herbeskalde. Ja, genau, so die war das. Ja, da die Ausgrabungen, da laufen ja auch immer noch, habe ich gehört. Ja, das Forschungsprojekt ist noch nicht beendet, glaube ich. Ne? Eine keltische Siedlung hat man, oder keltisches hat man wohl auch gefunden. Da ja, wahrscheinlich viel, viel älter als die älteste Stadt in Deutschland, in Dreher. Ne? Ja. Ja.
Mal sehen. Aber man weiß es noch nicht genau. Irgendwas war immer früher. Okay. Gut, das war es dann schon von mir. Das waren die Veranstaltungstipps in der Nationalparkkirche oder drumherum. Mhm. So, und dann machen wir noch ein bisschen Musik und waren der Dinge, was an Programm sonst noch kommt. Oh ja. Malgré mes récits en bourg, comme tes cheveux gris de guerre, malgré mes idées de fou, qui se dégradent de sens, même tu. Temps qui me fuit,
falloir de présent. M'aimes-tu encore? Que ton visage s'efface, m'aimes-tu encore, encore? Thank you.
So, das war jetzt ein Stück aus dem schönen Finnland und vor ein paar Wochen an Pfingsten waren wir auch unterwegs, allerdings nicht nach Finnland, sondern wir waren in Sachen Städtepartnerschaft von Hermeskeil mit Saint-Fargeau in Burgund und haben dort natürlich auch wieder unsere Freunde aus Burgund getroffen, die in Billy-sur-Oise leben. Und da es genau der normale Sendetermin war, habe ich einfach mal mein mobiles Geräte-Equipment mitgenommen und die Idee kam dann relativ schnell auf, wir machen mal spontan eine Live-Sendung aus Burgund und wer es nicht gehört hat, haben wir für euch jetzt einen Ausschnitt aus dieser Sendung, die wir am 7. Juni war es, ne? Ja. Am 7. Juni dann gesendet haben aus Frankreich und ja, hören wir uns das mal an. Sie hören Nationalpark Radio. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich hier zu unserer Nationalpark-Radiosendung Magazin und heute eine ganz besondere Sendung, denn wir senden heute aus Frankreich etwas, was wir bisher so noch nie gemacht haben, denn wir sind heute bei unseren Freunden in Billy-sur-Oise und sind auch mit beteiligt an der Städtepartnerschaft Hermeskeil-Saint-Fargeau. Und unsere Freunde sind heute hier am Tisch und haben sicherlich auch einiges zu sagen. Und deswegen notre ami, Yves et Yvette. Und ich gebe jetzt einmal am besten zu Maria rüber. Sie kann das ein bisschen besser auf Französisch sagen. Und ja, wie der Stefan schon gesagt hat, wir sind übers Wochenende in Burgund zur Städtepartnerschaft zwischen Hermeskeil und Saint-Fargeau. Und zu Gast sind wir wieder, wie jedes Mal, bei unseren Freunden Yvette und Yves in Billy-sur-Oise. Und die möchte ich natürlich ganz herzlich begrüßen. Bonsoir Yvette et Yves. Bonsoir Maria. Bonsoir. Et, j'ai dit que nous sommes ici pour la rencontre de jumelage de Hermeskeil et Saint-Fargeau. Nous passons le week-end avec vous, avec un très bon programme. J'espère que nous pouvons raconter un peu de la Bourgogne et de Billy et peut-être aussi de Saint-Fargeau. Je pense que nous commençons avec un morceau traditionnel de la région. Also ich hoffe, dass wir in unserer Sendung heute uns ein bisschen unterhalten können über Billy, über die Städtepartnerschaft, über Burgund und auch Saint-Fargeau. Und wir beginnen mit einem Musikstück. Das wird uns jetzt der Yves vorstellen. Yves, tu peux dire quelques mots pour la première musique que nous écoutons? Oui, ben nous allons écouter une musique traditionnelle du Morvan, donc la Scottish des Glandes. Tout ça parce que nous, avec Yvette et puis d'autres personnes du groupement de Saint-Fargeau, on fait partie d'un groupe folklorique du Morvan. Voilà. Also wir hören jetzt als erstes ein Musikstück, Scottish des Glandes. Das ist ein traditioneller Tanz aus dem Morvan. Und der Yves und die Yvette, die sind also Mitglieder einer Folklore-Tanzgruppe, die auch zu dieser Musik tanzen. Ja, genau. Und so, und die Musik werden wir jetzt hören und viel Spaß dabei.
Ja, und so hört sich das an, wenn man hier in Frankreich ist und wenn getanzt wird, wenn gefeiert wird. Und wir hoffen, dass wir an diesem Pfingsten auch ein bisschen was zu tanzen bekommen. Hier bei unseren Freunden in Billy. Nous sommes ici chez nos amis à Billy. Yvette, notre amie, elle était mère de Billy. Et elle peut nous donner quelques mots de Billy. Aber ich gebe jetzt mal gleich an Yvette. Alors, je donne les mots à Yvette. Oui, merci. Eh bien, oui, nous sommes à Billy-sur-Oisy, donc dans la Nièvre, c'est dans la Bourgogne, pays du bon vin. Alors, c'est un petit village de 400 habitants. Et nous avons essentiellement de culture et élevage. Nous avons deux fêtes importantes dans notre village dans l'année, la fête des fleurs au mois de mai et la fête des pommes au mois d'octobre, fin octobre. Voilà, ce sont deux fêtes qui attirent énormément de monde et les gens viennent pour se rencontrer et passer un bon moment ensemble. Ja, die Yvette hat uns jetzt ein bisschen was über Billy-sur-Oisy erzählt. Und zwar liegt Billy im Nièvre, in der Bourgogne, also in Burgund. Und das Örtchen hat ca. 400 Einwohner. Und in der weiteren Region gibt es also auch sehr guten Wein. Es gibt zwei wichtige Feste hier in Billy. Das ist einmal das Fête des Fleurs, also das Blumenfest. Das wird im Frühjahr, im Mai veranstaltet. Und dann gibt es noch im Herbst das Fête des Pommes, also das Apfelfest. Und da sind also immer, da dreht sich alles um den Apfel. Und da sind also immer sehr viele Leute zu Besuch, und da ist Billy auch schon in der Region bekannt. Ja, okay. Wir haben natürlich jetzt noch ein bisschen regionale Musik ausgesucht und Yves hat sich kurz vor der Sendung noch die Mühe gemacht, ein paar interessante Stücke herauszusuchen. Yves, la deuxième pièce, c'est une bourrée, c'est quelque Musik? C'est la bourrée de temps, musique régionale du Morvan. Voilà. Oh.
Ja, wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass wir hier in Frankreich sind, im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Hermeskeil und Saint-Fachot. Da wollte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar die Städtepartnerschaft, die existiert inzwischen 45 Jahre. Es ist also das 45. Jahr der Städtepartnerschaft. Und wir sind hier von heute, also Freitag bis Pfingstmontag. Und unsere französischen Freunde haben wieder ein sehr schönes Programm zusammengestellt. Wir werden morgen in den Cave du Bailly gehen. Das ist ein unterirdischer oder ein Gewölbekeller, wo Crémant hergestellt wird oder gelagert wird. Dann werden wir morgen Nachmittag gegen Abend in Saint-Fachot eine Führung durch die Stadt haben. Es gibt einen neuen Verein, der eine Tour durch Saint-Fachot gestaltet hat. Und dann morgen Abend gibt es ein gemeinsames Essen, weil Essen und Trinken darf ja nicht fehlen. Am Sonntag werden wir die Foire Gelaise begrüßen. Die wird also am Sonntagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr eröffnet. Die ganze Stadt ist ein Markt, kann man sagen. Und abends wird es dann im Schloss ein Konzert geben mit drei regionalen Musikvereinen, die alle zusammen spielen. Das ist also im Schlosshof in Saint-Fachot. Und anschließend gibt es dann das traditionelle Feuerwerk, das also immer als Abschluss dieser Foire Gelaise stattfinden wird. Am Montag gibt es dann ein bisschen Arbeit, gibt es also ein Arbeitstreffen der beiden Komitees. Wir werden die Zukunft besprechen, wie wir nächstes Jahr unser Treffen gestalten. Und dann gibt es nochmal ein gemeinsames Essen und dann ist schon wieder die Abreise nach Hermeskeil geplant. Bei den Partnerschaftstreffen ist es also so in der Vergangenheit gewesen, dass man eine Partnerfamilie hat, die sich dann immer gegenseitig besucht. Und dadurch erfährt man auch sehr viel über das Leben, über die Traditionen, über das Familienleben, über das Essen, über die Geschichte, über die Politik hier im Land.
Und das ist also eine sehr schöne und sehr interessante Sache. Und ich möchte jetzt hier einfach diesen Rahmen nutzen und ein bisschen Werbung machen für die Partnerschaft. Es ist also eine ganz wichtige Sache, dass wir Bürger diese Partnerschaften aufrechterhalten, denn wir sind eigentlich das Fundament Europas. Und kommen wir noch mal ein bisschen zur Musik zurück. Und Yves hat ein nächstes Stück herausgesucht. Ich muss dazu sagen, das sind auch traditionelle Musikstücke, die in der Tanzgruppe, in der dann Yvette und Yves auch aktiv sind. Und vielleicht kann Yves ein wenig zu dieser Tanzgruppe und zu ihrem Engagement für das folkloristische Tanzen kurz erzählen. Maria, wenn du das gerade kurz übersetzen kannst. Yves, les morceaux que nous avons écoutés et que nous allons écouter, la polka Saint-Antoine, ce sont de la musique traditionnelle de la région. Et vous dansez dans votre groupe folklorique sur cette musique. Est-ce que tu pouvais raconter un peu de votre groupe traditionnel? Oui, et bien notre groupe folklorique de Saint-Fargeau, puisque nous lançons avec le groupe folklorique de Saint-Fargeau qui s'appelle les Ferriers. Les Ferriers, c'est-à-dire que c'était du minerai qui était extrait il y a 1500 ans, 2000 ans, qui était extrait de la terre, et tout ça, c'est pour ça que ça s'appelle les Ferriers, parce qu'il y restait beaucoup de mâches fer, voilà. Donc ce groupe-là, ça fait déjà une dizaine d'années que nous lançons avec. Et puis, c'est par l'intermédiaire du groupe que nous sommes rentrés dans le comité de jumelage de Saint-Fargeau. Voilà. Mm-hmm. Et tout ça, ce sont des danses du Morvan. Voilà. Mm-hmm. Spécialistes du Morvan. Voilà. Also, die Folklore, Yves und Yvette tanzen circa 10 Jahre in dieser Folklore-Gruppe, die sich Les Ferriers nennt. Und den Sitz in Saint-Fargeau hat. Und über diese Tanzgruppe sind sie auch an die Städtepartnerschaft gekommen und deshalb haben wir uns auch kennengelernt. Die Tänze sind wie gesagt traditionell, sie werden auch in Kostümen aufgeführt und die Musik, wir hier gehört haben, die wurde auch von Orchestern oder Musikgruppen aus der Region gespielt. So, dann kommen wir noch ein bisschen zu dieser folkloristischen Musik und Yves hat ein weiteres Stück herausgesucht. Yves, vous avez cherché une autre pièce de votre musique, de oui. danse. Oui. Alors, Yves. Polka de Saint-Aignan, voilà. Alors. Thank you.
Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt eingestimmt zu tanzen und zu feiern. Und ja, ich bedarf mich ganz herzlich bei unseren Freunden bedanken. Je vais me remercier à mes amis, Yvette et Yves, pour ce interview très court. Oui. Vielleicht sagen wir dann nochmal gemeinsam Tschüss, bevor wir dann mit unserem Programm unserer Nationalpark-Radiosendung Magazin im üblich gewohnten Thema dann weiterfahren. Ja, so, und sagen wir nochmal alle. Nous disons. On se dit bonsoir et j'espère que vous avez fait connaître un peu nos musiques régionales du Morvan et on vous invite un jour à venir dans le Morvan voir la vie des Morvandiaux, comme on dit. Voilà. Bonsoir à tous nos amis allemands et à bientôt. Eh bien, merci à Maria et à Stéphane de nous avoir fait ce petit enregistrement ici. Nous n'avions pas l'habitude à faire de la radio. Eh bien, ma foi, ça y est, c'est fait. Merci à tous les deux. Et eh bien, nous continuons, nous commençons notre week-end. Ja, und ich bedanke mich auch bei der Yvette und bei dem Yves für dieses kleine Interview. Und ich denke, wir werden sehr schöne Tage wieder hier verbringen. Dann sagen wir alle zusammen. Und, ja. Ja. Tschüss. Eingeschaltet bei Nationalpark Radio Magazin.
Ja, das war Lord of the Dance aus dem Land der Arthus-Sage. Passt irgendwie zu Parsifal. Und das ist unser nächstes Thema. Parsifal. Sagt dir da was, Angela? So ein kleines bisschen. Ja, also ja, man kann sich so dunkel, kreativ. Genau, man kann sich so dunkel dran erinnern. Irgendwo in der Schule kam das mal zur Sprache. Also was das genau war, so richtig kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee. Ja. Aber der Name ist bekannt. Parsifal, genau. Also wenn man so ein bisschen nachkramt, dann fällt einem dann ein, das war ein Roman in Versen von einem Wolfram von Eschenbach. Und zwar aus dem frühen 13. Jahrhundert, da wo die Ritter noch richtig so mit Schwertern auf sich drauf gekloppt haben. Ne? Mhm. Ja, und Parsifal, das war ja ein Ritterroman und der handelte von abenteuerlichen Geschichten, der Erziehung des Parsifals zum Ritter auf seiner Suche nach dem Heiligen Gral. Und zum Schluss ist er dann selbst zum Gralskönig geworden. Ja. Also der Stoff ist in der Literatur sehr bewandert und vielfach verwendet, auch in anderen Kunstrichtungen, der bildenden Kunst, in der Musik. Der gute Richard Wagner hat sogar eine Oper geschrieben, Parsifal. Ja, und jetzt gibt es Parsifal auch aus der Feder von Norman Liebold. Ja. 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 Genau. Ja, also Norman Liebold, Schriftsteller, lebt in Abenteuer im Hochwald, also hier im Nationalpark. Und er hat sich getraut, die Figur des Parsifal in seiner, ich sag mal, ganz, ureigensten Art. Genau, in seiner ganz speziellen Art in einer Novelle zu verarbeiten. Ja. Und er hat daraus jetzt eine ziemlich skurrile, schräge Geschichte gemacht. Und der Hauptdarsteller Parsifal, ja, genauso wie dieser andere Parsifal, ist in seiner Geschichte ein Kriegsberichterstatter. Ja. Und der sich dann in einer ziemlich surrealen Welt von kämpfenden Rittern, in einem unwirtlichen Krieg und der Tafelrunde einer untoten hohen Ritterschaft befindet. Das ist eine Kombi, ne? Das ist eine Kombination. Also muss man erstmal bringen, ne? So. Da muss auf die Idee muss man erstmal kommen, ne? Ja, genau. Und da gibt es noch eine weitere Figur in dieser Geschichte. Das ist der Georg. Der kommt eigentlich aus so der realen Welt und ist irgendwie völlig unvermittelt und völlig unbeabsichtigt in diese surreale Fantasieszene reingeraten. Und der Georg erzählt uns dann die Geschichte, also das, was er dann ja mit dem Parsifal erlebt hat, aus seiner ganz persönlichen Sicht. Ja, eigentlich wollte er sich ja umbringen, ne? Und dann hat er sich dann irgendwie so, hups, ja, nachher ich war weiß nicht. Also nachher, irgendwie war so, nachher war er dann froh, dass er es ja, nicht doch nicht gemacht hat. Ja, und dieser Stoff, ja, haben wir nun in Kooperation mit dem Autor selbst, also Norman Liebold aus Abenteuer, zusammen mit Janis Betz aus Karlsruhe. Ein Radiokollege. Das ist ein Radiokollege, ja. Wir haben uns sehr gut verstanden und natürlich mit dem Nationalparkradio, also das, was wir so machen, haben wir uns gewagt, diese Novelle in eine Hörspielfassung zu bringen. Ein bisschen Leben einzuhauchen. Ja, genau. Also stimmlich. Das war eine Herausforderung, ne? Das war allerdings eine Herausforderung, ja. Ja. Und wir haben es dann angegangen am 22. und 23. Juni, also ein komplettes Wochenende. Ja, das haben wir voll ausgenutzt. Und haben dort dann die ganzen Sprecherrollen, also vom Parsifal, vom Georg und da gibt es noch einen Zombie-König und einen Zombie-Ritter von der Tafelrunde. Und die ganzen Stimmen und Gespräche haben wir dann hier bei uns im Studio, Nationalparkradio, aufgenommen. Und wer was gemacht hat, also die Rollenverteilung war Parsifal, das war der Janis Betz heißt er. Und der Georg und der Erzähler, der uns eigentlich diese Geschichte dann auch erzählt, ist der Norman selbst. Zombie-König, das war du. Ich, und du hast dann... Zombie-Ritter. Warum wir die Zombies gemacht haben... Hat das einen tieferen Sinn? Ja, tot geglaubt, leben länger, so heißt es doch, ne? Ja, ja. Also das war schon...
naja, Abenteuer irgendwie ja, auch. Genau, ne? War ein Abenteuer. Ja, das hört sich wahrscheinlich am Anfang relativ leicht an. Okay, wir machen mal ein Hörspiel, ne? So ein bisschen von wegen. Und in der Umsetzung haben wir dann schnell gemerkt, es war dann doch nicht ganz so einfach. Also wir haben dann aufgenommen, ne? Ja. Wir haben dann diskutiert darüber, was wir aufgenommen haben. Wir haben es wieder verworfen, haben es neu aufgenommen. Und dann so lange, bis es dann irgendwie zur vollsten Zufriedenheit aller irgendwie im Kasten war. Und hören wir mal rein, was wir da so gestritten haben. Ja, so ein bisschen, warte, können wir mal. Die Schreie gegen den Fahrtwind und die Kampfgeräusche an. Mach mal, schrei mal. Ja. Was zum Teufel machen? Ich mach nochmal. Ja, noch war irgendwie ziemlich ernst. Mein Gesichtsausdruck scheint Ben zu sein. Parsival! Wir kommen hier ein bisschen raus. Auch da oben fehlt. Also, was gelb unterlegt ist, sind die da in Bewegung. Ich kann mir vorstellen, dass es gut passen würde, da Geräusche hinterzulegen. Und das Orangene ist das, was Wreckish. Nochmal? Zuerst glaube ich, es handelt sich um eine rhetorische Frage. Orangen wird nicht gesprochen. Aber da klafft ein Erdspaltenmund. Ja, und daraus sollte jetzt ein Hörspiel werden. Kannst du dir das vorstellen, ne? Das ist ganz schön schräg, ne? Es ist genauso schräg wie die Geschichte selbst, ne? Also ich merke, Zombie-König und Erzähler geht nicht zusammen, weil ist ja auch die schwierigste Passage. Vor allem, wir sind uns immer noch nicht einig, wer ist. Ja, genau. Also das war überhaupt das Problem. Wer macht jetzt wen? War überhaupt das Problem. Ne? Ja. Okay, also irgendwie haben wir es dann doch geschafft, die Rollen dann aufzunehmen. Und wenn wir uns da nicht immer dazwischen gequatscht haben und die Rollenverteilung war nicht so richtig, also irgendwann haben wir es dann doch hinbekommen. Und das hörte sich dann erst einmal so ein bisschen so an. Plötzlich Geräusche im Nebel. Ich erstarre. Klirren, metallische Scheppern. Es wird rasch lauter. Der Nebel reißt für einen Moment auf und im Licht des Vollmonds sehe ich zwei Ritter in voller Rüstung, die wie die Irren mit langen Schwertern aufeinander dreschen und sich dabei auf mich zubewegen. Wenn wir jetzt Vögel hören, also keine, die gehören jetzt nicht dazu, die sind hier bei uns im Garten, die sind live dazu, die wollen da mitmachen. Ne? Ist blutiger Ernst. Irgendwo knattert unvermittelt ein Maschinengewehr auf. Ich sehe das Mündungsfeuer und keine 3 Meter weiter fetzt Rinde von einem Baum. Ein Lichtblitz. Das Krachen einer Detonation ist. Okay, das soll mal gut sein. Und der Vogel sprengt wirklich die Ernsthaftigkeit dieser Szene. Also wir haben, wie vorhin schon gesagt, 2 Tage gebraucht, um an einem Samstag und am Sonntag bis Sonntagabend haben wir dann die ganzen Rollen dann eingesprochen. Und irgendwann hatten wir es dann doch alles im Kasten. Was jetzt noch gefehlt hat, war Geräusche und Soundeffekte. Also wir haben das jetzt nur quasi pur, nackt aufgenommen. Mhm. Ja, und irgendwie pur, wir haben... Pur, genau. Ja, und was jetzt noch gefehlt oder fehlt, das ist das Ganze jetzt ein bisschen aufzupeppen. Ja, diese Geräusche, diese Hintergrundgeräusche. Ja, alles das, was zu einem Hörspiel auch alles dazugehört. Und der Janis hat dann die ganzen... Audiodateien, die wir produziert haben, hat sie dann mit nach Karlsruhe genommen und in seinem Studio dann, wie man so sagt, das Mastering durchgeführt und die Geräusche und bestimmte Soundeffekte dann hinzugemacht. Und dann hört sich das haben an. Haben wir da auch so was von? So ein bisschen was? Zum Bein, ja? Ja, ja. Hören wir es mal so an. Ne? Plötzlich Geräusche im Nebel. Ich erstarre. Klirren, metallische Scheppern. Es wird rasch lauter. Der Nebel reißt für einen Moment auf und im Licht des Vollmonds sehe ich 2 Ritter in voller Rüstung, die wie die Irren mit langen Schwertern aufeinander dreschen und sich dabei auf mich zubewegen. Keine Rollenspiel-Nerds und auch keine Mittelalter-Schaukämpfer. Das hier ist blutiger Ernst. Irgendwo knattert unvermittelt ein Maschinengewehr auf. Ich sehe das Mündungsfeuer und keine 3 Meter weiter fetzt Rinde. Okay, also das ist dann, wenn Geräusche dazukommen. Ja, ganz andere Atmosphäre, ne?
Ja, da kann man sich so richtig vorstellen, mhm, ne, was da los war. Okay. Ja. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir diese Szene, das ist so die Szene, wo der Georg, ja, ja, sich mit dem Parsifal trifft, beziehungsweise wo die aufeinander ja, getroffen, genau, sind. Und die Szene würde ich jetzt gerne mal so komplett einspielen, ohne jetzt unsere Hintergeräusche mit, ja, hinzuzubekommen. Ja. So, und die Vögel stören irgendwie. Ja, so schön sie sind, ne, aber gehören jetzt nicht die Szene da rein. Ja? Vielleicht beim nächsten Mal. No, machen wir mal die Mikros aus. Okay, und diese Szene, die können wir uns mal so als Appetit haben, mal einfach, ja, anhören. Ne? Okay, so. Plötzlich Geräusche im Nebel. Ich erstarre. Klirren, metallische Scheppern. Es wird rasch lauter. Der Nebel reißt für einen Moment auf und im Licht des Vollmonds sehe ich zwei Ritter in voller Rüstung, die wie die Irre mit langen Schwertern aufeinander dreschen und sich dabei auf mich zubewegen. Keine Rollenspiel-Nerds und auch keine Mittelalter-Schaukämpfer. Das hier ist blutiger Ernst. Irgendwo knattert unvermittelt ein Maschinengewehr auf. Ich sehe das Mündungsfeuer und keine 3 Meter weiter fetzt Rinde von einem Baum. Ein Lichtblitz, das Krachen einer Detonation, Äste und Erde prasseln durch die Luft. Ich fliehe vom Weg fort in den Wald hinein, stolper auf eine Lichtung. Das Gras ist von Kratern aufgerissen, ringsum kreischen Geschosse. Der Himmel flackert. Ich will auf die Wiese hinauslaufen, weg von hier. Da bricht aufheulend mit grellem Scheinwerferlicht ein Motorrad aus dem Wald und stellt sich schleudernd vor mir quer. Zündbacken, Beiwagen, verbeult, der Lack zerschrammt. Der Fahrer springt herunter und baut sich vor mir auf. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich starre ihn an. Auf dem Kopf sitzt ihm ein rostiger Ritterhelm mit Blumendraht geflickt, verbeult und voller blinder Flecken. Unter dem hochgestellten Visier schaut mir ein mager, struppiges Gesicht entgegen, mit großen Augen und Schatten drunter. Eine rote Uniformjacke mit Messingknöpfen, verdreckt und abgerissen. Eine verschlammte Bundeswehrhose über nackten Füßen, mit Beinschienen davor geschnallt. Wohl auch Ritterrüstungsreste, möglicherweise auch römisch. Am Gürtel ein Säbel, über die Schulter schaut ihm eine Art Gewehr mit einer Mündung wie eine Trompete. In der Hand jedoch definitiv eine Uzi. Und die sieht so gefährlich aus, wie ihr Name niedlich klingt. Meine erste Reaktion ist es, die Beine in die Hand zu nehmen. Ich bin keine 2 Sprünge weit, da bellt es. Stehen bleiben oder ich schieße! Ich stoppe in vollem Lauf, meine Arme schnellen von selbst in die Höhe. Mein Herz hämmert, als ich mich umdrehe. Die Mündung der Maschinenpistole ist auf mich gerichtet. Nicht schießen, bitte! Von wegen lebensmüde. Sind Sie des Wahnsinns, Mann? Er bückt sich, hebt einen Batzen Erde auf und wirft es in die Wiese. Ein Feuerstoß zuckt in den Himmel, Schlamm fliegt mir ins Gesicht und ich finde mich keuchend und zitternd am Boden liegen, die Hände über den Kopf geworfen. Er steht völlig ungerührt. Hier ist alles vermint! Ich könnte zurückgehen! Zurück? Es gibt kein Zurück, Mann! Sie sind durch den Zaun getreten. Ich gehe jetzt zurück, in Ordnung. Ich kriech wieder durch den alten Zaun und Sie haben Ihre Ruhe. Und ich auch. Bitte. Er schaut mich nur mitleidig an, deutet auf den Beiwagen seiner Zündapp. Steigen Sie ein. Ich zeig's Ihnen. Ja, das war das erste Ergebnis unserer ersten, unseres ersten Versuches eines Hörspiels, das wir hier gemacht haben, zusammen mit Norman, ja, und Janis. Ne? Mit Janis, genau. Und ja, wie findest du es? Also ich bin begeistert, auch wenn ich jetzt nicht zu hören war. Die Zombies kommen ja, erst später. Ja, die kommen später, erst später, ne? Genau. Ja. Nein, es ist wirklich, also bin beeindruckt. Also diese Fassung habe ich jetzt selber noch, jetzt gerade das erste Mal gehört und ich konnte mich da schon ein bisschen gut rein. Also man muss sich noch ein bisschen gedulden, bis man das ganze Hörspiel hören kann. Es ist noch nicht ganz fertig geschnitten ganz, und ganz und, richtig aber gemastert. Aber es steht schon, glaube ich, ein Termin fest, wann das... Im Ende Juli, glaube ich, irgendwann. Wow. Aber ich weiß es nicht genau. Genau, weiß ja. muss ich aber geben wir noch bekannt, wann ja, es dann fertig ist. Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht verhandeln wir mit dem Norman, ob er uns eine Sendelizenz gibt, dass wir es mal Dass wir es mal komplett
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, okay. Ja, das... ich denke, ja, so als Appetit haben, war das schon mal ganz gut, ne? Ja, doch. Also, neugieriger auf mehr, ne? Neugieriger auf mehr. Ja. Okay, also wir sind gespannt, wie das... komplette Hörspiel sich dann anhört und ja. Wenn es so gut wird, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, dann glaube ich, ist was richtig Schönes also, daraus geworden. Ne? Ja, und nicht nur das, also ich denke, das macht auch Lust auf mehr. Also ich hab Lust weiterzumachen. Okay. Man kann so schön, ja, sage ich jetzt nichts mehr. Kannst du da so austoben, ja. Ja, genau, man okay. kann sich so ausprobieren mit dem, was so alles geht. Ja. Also lass mal den Janis noch ein bisschen mastern und dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Ja. Und später kommt dann noch eine Geschichte von dir. Ich habe diesmal, da habe ich so ein, auch was in Versform mitgebracht. Mal, okay, ja, so. Also noch nicht verraten. Ja. Nein. Ja? Nein. So, dann begeben wir uns wieder in das Land der Artus-Saga, da wo ja der ursprüngliche Parsifal irgendwie verortet ist. Ja, so die guten Ritter. Ja. Ja, und Manwan Andala.
Sie sind eingeschaltet bei Nationalpark Radio Magazin. Ja, Sie sind immer noch eingeschaltet bei Nationalpark Radio Magazin. Ja. Da war ich jetzt nicht schnell genug. Aber Angela, du hast uns noch was mitgebracht. Stickelchen in Versform. In Versform, was Kleines, ja. Ja, es geht nicht um Hunde. Nein, auch wenn man die im Hintergrund hört. Das ist halt, ja, wir sitzen im Freien. Ja, da ist aber so ein ist der Hund, Nachbarhund. Ist der Hund vom Nachbarn, ja. Ja. Bella. Tja. Die Bella. Die Bella bellt. Ja, und bellt dann immer so abends. Ist auch in Versform. Ja, ja. Und auf der anderen Seite ist dann der Vogel, der zwitschert dann auch mit. Mhm. Also, aber ich denke, ich werde es trotzdem irgendwie hinkriegen. Schöne Geräuschuntermalung, ne? Genau. So wie beim Hörspiel. Ja, genau. Und das nur live. Na gut, aber okay. Es geht bin gespannt. Jetzt um dem, also dem Hochwald, so heißt das, von Franz Bierbrauer. Wo dunkle Tannenwälder an steilen Hängen stehen, wo über karge Felder die rauen Winde wehen, wo an den schmalen Wegen das Heidekraut erblüht, an steilen Felsenstegen die Frucht der Esche glüht. Dort zwischen Saar und Moselstrand liegt mein geliebtes Hochwaldland, wo aus dem Schutz der Wälder manch muntres Bächlein schießt, durch Wiesengrund und Felder zu Tale sich ergießt, wo mir des Frühlings Mächten der Ruf des Kuckucks schallt, in kalten Herbstesnächten des Rothirschs Röhren hallt. Dort zwischen Saar und Moselstrand liegt mein geliebtes Hochwaldland, wo schon das Volk der Kelten zur Zeiten Heimat fand, wo Römerhörner gelten, wo auch der Franke stand, wo nach des Tages Lasten, nach manchem schweren Gang beim abendlichen Rasten ein frohes Lied erklang. Dort zwischen Saar und Moselstrand liegt mein geliebtes Hochwaldland. Schön. Ja. Zufälligerweise habe ich jetzt genau das passende Lied dazu. Nein. Die Hochwaldmusikanten, ach, die da bestimmt ein tolles Lied jetzt spielen. Aber hallo, sofort. Ja, sagen wir mal. Jawohl. Nur zu.
Of all my trips round the sun, my God, the last has been a good one. Finally found some peace of mind and learned how to leave the past behind. We've all got our own relief, some like wine and some like green tea. All I know is no one knows what should and shouldn't be. And right now running makes me feel free. I would love to build a home, find a heart, make him my own. But I was born a rolling stone. I got restless traveling bones. I got restless traveling bones. The mountains fill me up. Without them, I'm like an empty cup. And the wind makes me crazy, but the road keeps me sane. So I better get going again. I would love to build a home, find a heart and make him my own. But I was born a rolling stone. I got a restless traveling bones. I got restless traveling bones. I gotta pack these bags. I got places to be. And good luck to any boy who tries to stop these wandering feet. The thing I miss the most is mom and dad's cups of tea. But I know I'll go back eventually. I would love to build a home, find a heart, make him my own. But I was born a rolling stone. I got restless traveling bones. I got restless traveling bones. Thank you.
his riches in lowest degree. Think them poor as who can be a slave, them riches to dare to be free. Let the love of our land's sacred rights to the love of our people succeed. Let friendship and honor unite and flourish on both sides between. Let the love of our land's sacred rights to the love of our people succeed. Let friendship and honor unite and flourish on both sides between. Once I stood at the foot of a great high mountain that I wanted so much to climb. And on top of this mountain was a beautiful fountain that flows with the waters of life. I fell down on my knees at the foot of I cried, oh Lord, what must I do? I want to climb this mountain. I want to drink from this fountain that flows so clear to my view. Top of this mountain saying, child, put your hand in mine. I started climbing slowly, watch your step at the edges and take one step at a time. I started climbing upwards, taking one step. Schließen wir jetzt, und weil unsere Nationalradio Magazin damit heute zu 2 Stunden schon wieder vorbei. Wahnsinn. 2 Stunden vorbei und ich habe das Mikrofon nicht auf, aber jetzt kann ich hören. Jetzt. Ja. So kann es passieren. Ja, Radio Nationalpark Magazin. Und es geht Beendet, auch weiter. Ja. Und das war das erste Mal, dass wir das so richtig live und im Freien mit Geräuschen drumherum jetzt hier in die Welt geschickt haben. Schön, hat Spaß gemacht. War mal eine schöne Erfahrung. Können wir gerne, ne? Können wir gerne wiederholen. Also ich möchte gerne nochmal mitmachen. Ja. Wir verabschieden uns dann für heute. Maria? Ja, war schön. Okay. Ich bin ja ganz
kurz eingesprungen. Ja, wir sind ja spontan. So wir sind genau, ja, absolut genau. Hochflexibel. Ja, ja. Ja, ja. Nee, hat auch Spaß gemacht. Und ja, wir werden ja im November haben wir ja nochmal eine Literatursendung. Ja. Was für Thema, das verraten wir natürlich noch nicht. Ja. Und es wird auch in Zukunft dann nochmal eine Literaturecke geben mit Stefan Lorenzen ab August, denke ich genau. mal. Ja. Und wenn wir schon gerade bei den Vorankündigungen sind, für den August, jetzt muss ich gucken, ich glaube, 2. August ist es. Ja, erste genau, Freitag genau. Im Monat. Ja, das ist dann Klangspurenzeit. Aha. Und Stefan Backes hat dann etwas zu bieten in Richtung irische Nacht. Also es geht wohl um Musik aus Irland. Und da sind wir alle gespannt drauf. Oh, ja. Ja, Angela, dann schließen wir zusammen die Magazinsendung. 2 Stunden live im Freien. Ja. Okay. Mal hört's. Wunderbar. Dann sagen wir mal tschüss. Ne? Tschüssi. Ja, tschüss. Tschüss. Nationalpark Radio.